Lassen Sie uns doch mal die Tatsachen durchgehen, Inspektor. Ein Italiener namens Paolo Rocello wird ermordet in einem der Hausboote aufgefunden. Das Boot gehört einem Freund des Ermordeten, der James Cooper heißt. Und Cooper ist unauffindbar. Stimmt's soweit? Stimmt. Na, dann weiter. Eine Miss Catherine Walters sieht an dem fraglichen Nachmittag bei dem Hausboot einen Wagen vorfahren und in den Wagen einen Mann einsteigen. Und den Mann identifiziert sie später als David Henderson, Lehrer am Buckingham College. Stimmt's? Stimmt. Jetzt aber. Obwohl Henderson erklärt, er sei nicht einmal in der Nähe des Hausboots gewesen, haben unsere Nachforschungen ergeben, Henderson ist auf dem Hausboot gewesen. Da gibt's gar keinen Zweifel. Die Frage ist nur, warum? Ah, hallo Roger. Morgen, Sergeant. Könnte ich ein Glas Milch haben? Nein, natürlich nicht. Die Milch steht im Eisschrank. Danke. Ja, ich habe auch noch über diese Inschrift nachgedacht, die da auf der Uhr stand. Wie war das noch? Ach, suavita in modo. Fortita in re. Mild in der Art, stark in der Tat. Richtig? Ich sag's ja, der wächst uns über den Kopf, bevor wir es merken. Ich denke, du bist so schlecht in Latein. Tja, das bin ich auch. Aber das Zitat weiß ich zufällig, weil ich Mr. Henderson extra danach gefragt habe. Wann? Vor ein paar Tagen. Wie kamst du darauf, Mr. Henderson gerade danach zu fragen? Es stand auf der ersten Seite eines Buches, was ich gerade las. Und da wollte ich wissen, was es heißt. Na, was war denn das für ein Buch? Über italienische Seen. Mr. Henderson hat es mir geliehen. Hat der Henderson das selbst hineingeschrieben? Ja, ich glaube schon. Ach, da bist du ja. Cat, das ist Inspektor Ford. Guten Tag, Inspektor. Guten Tag, Miss Ford. Inspektor Ford bearbeitet diesen Mordfall. Mhm. Weißt du, von dem wir heute Morgen beim Frühstück sprachen? Er hätte ein paar Fragen an dich. Fragen an mich? Ja. Wie ich höre, haben Sie am Donnerstagnachmittag sich ein Ruderboot gemietet und sind einige Zeit auf dem Fluss gewesen. Ja, das stimmt. Ich habe mir ein Boot gemietet. Ja. Jemand hat Sie gesehen. Jemand vom Ort. Der sagt, Sie hätten festgemacht oder geparkt oder wie man das nennt. Ungefähr 50 Meter vom Haitor entfernt. Haitor? Ja, das ist das Hausboot, wo der Mord begangen wurde. Das war das Hausboot? Ja. Davon hatte ich doch keine Ahnung. Was ich von Ihnen wissen möchte, Miss Waters, haben Sie an diesem Donnerstagnachmittag irgendetwas Verdächtiges gesehen oder gehört? Nein, nichts. Ich habe meistens gelesen. Um wie viel Uhr wurde der Mord begangen, Inspektor? Das ist schwer zu sagen, Sir. Zwischen Mittwoch 1 Uhr Nacht und Donnerstag 4 Uhr Nachmittag. Na, ziemlich weite Spanne, was? Tja, na, mehr war aus Ihrem Kollegen Dr. Jennings gar nicht aus. Das glaube ich auch, ja, ja. Und wie wurde er ermordet? Erschossen? Nein, es ist offenbar zu Tätlichkeiten gekommen. Man hat ihm mit irgendetwas das Gesicht eingeschlagen. Vermutlich mit dem Kolben meines Revolvers. Ja, also, Miss Walters, Sie können uns gar nicht helfen. Leider nicht. Sie haben nichts gesehen oder gehört. Gar nichts. Nein, nichts Verdächtiges. Den Wagen habe ich natürlich gesehen. Welchen Wagen? Ein Wagen fuhr vor bei dem Hausboot ungefähr um 3:30 und ein Mann stieg ein. Haben Sie diesen Mann gesehen? Ja, natürlich. Kannten Sie ihn? Nein, ich hatte ihn noch nie gesehen. Wer chauffierte den Wagen? Das weiß ich nicht. Ich habe auch wirklich nicht so genau aufgepasst. Was für ein Wagen war es? Du liebe Zeit, keine Ahnung. Eine Limousine? Ja, das heißt, ich glaube, ein Coupé. Farbe? Beige oder weiß. Und Sie sagen, das war ungefähr um 3:30? Ja, auf keinen Fall später. Und, Miss Walters, dieser Mann, würden Sie den wiedererkennen? Ich glaube schon, Inspektor. Ich fürchte, ich muss einige Fragen an Sie richten, Sir. Ich hoffe, es wird Ihnen nicht unangenehm sein. Bitte, schießen Sie los. Als ich vor 2 Tagen bei Ihnen war, habe ich Sie nach einem Mann namens Rocello gefragt. Mhm. Sie haben gesagt, Sie hätten noch nie von ihm gehört. Hatte ich auch nicht. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie auf dem Hausboot waren? Weil Sie mich nicht danach gefragt haben. Aber wir haben doch über den Mord gesprochen, Sir. Sie haben sich doch nach Einzelheiten erkundigt und ich habe sie Ihnen gegeben. Lieber Inspektor, Sie haben mir nur erzählt, was ich bereits in der Zeitung gelesen hatte, ne? Ja, das stimmt. Aber dass Sie auf dem Hausboot waren, das hätten Sie mir doch sagen sollen. Wie kommen Sie auf die Idee, dass ich auf dem Hausboot war? Sie sind gesehen worden, Sir. Ach, von dieser jungen Dame, die Sie neulich erwähnten, dieser Miss Walters, ne? Die irrt sich. Nein, das ist nicht der Typ, der sich irrt. Mr. Henderson, Sie fahren dieses Jahr
Nicht weg während der Ferien. Nein, nein, nein. Ich bleibe die ganze Zeit hier. Wir stehen also zur Verfügung. Ich habe eben Ihren Artikel gelesen. Woher haben Sie diese Informationen? Welche Informationen, Inspektor? Sie wissen ganz genau, was ich meine. Dieses ganze Zeug über Rocello. Woher wissen Sie, dass ein Freund des Grafen Paraggi war? Woher wissen Sie, dass er den Krieg als Forschmann mitgemacht hat? Woher wissen Sie überhaupt? Moment mal, eins nach dem anderen, wenn ich bitten darf. Sagen Sie mal, ist der immer so? Ja, woher haben Sie Ihre Informationen über Rocello? Jemand hat mir dies zugeschickt. Also, Inspektor, über Roger brauchen Sie sich keine schlaflose Nacht zu machen. Was ist los, Doktor? Was es auch sein mag, morgen früh ist er wieder frisch und munter. Aber vor einer Stunde war er noch völlig in Ordnung und dann klagt er plötzlich über furchtbare Kopfschmerzen und schreckliche Magenkrämpfe. Ja, ja, ich habe ihm etwas Natron gegeben. Morgen früh ist er bestimmt wieder auf den Beinen. Doktor, es ist nichts Ernstes. Nein, 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 ganz sicher nicht. Er war im Kino heute Mittag, was? Ja, hat er sich da etwas geholt? Ja. Vier große Eis am Stiel und eine Orangeade. Du meine Güte. Was bist denn du hier, Roger? Dad, könnte ich vielleicht ein bisschen was zu trinken haben? Ich hab so einen Durst. Och. Dann leg ich mich auf das Sofa und ich bring dir ein Glas Wasser. Dad, könnte ich vielleicht ein Glas Orangenlimonade haben? Weißt du, ich fühle mich immer noch ein bisschen komisch im Magen. Möchtest du nicht vielleicht lieber vier große Eis am Stiel? Stolz, du. Wie geht's dir denn überhaupt? Viel besser. Na, dann leg dich mal aber schön schnell gleich hin da, ja? Ja, kann ich den Inspektor nun endlich mal sprechen? Nein, noch nicht, Sir. Warum denn nicht? Tut mir leid, aber ich habe meine Vorschriften. Ach, Ihre Vorschriften interessieren mich nicht. Ich stehe darauf, den Inspektor jetzt sofort zu sprechen. Bedauere es, aber ich darf den Inspektor im Augenblick nicht stören. Was heißt denn, Sie dürfen nicht? Natürlich dürfen Sie. Für wen hält er sich denn? Für den Premierminister? Kommen Sie doch herein, Mr. Merson. Entschuldigen Sie, Sir. Ach, was? Ja, gut, Sir. Als ich dann von dem Mord las, da kam mir plötzlich die Idee, dass Rocelli vielleicht gar nicht betrunken, sondern womöglich bereits tot war. Und dass die Männer, die wir gesehen haben, ihn oder vielmehr seine Leiche auf das Boot zurückgeschafft haben. Möglich wäre es doch, wie? Möglich ist alles, Mr. Merson. Sagen Sie, Inspektor, kennen Sie ein Mädchen namens Billy Reynolds? Billy Reynolds? Ja, die hat auch ein Hausboot da unten, Shangri-La, nur knapp 200 Meter von Coopers Boot entfernt. Ja, die kenne ich. Bisschen aufgetakelt, die Dame, ne? Ja, gelinde. Wer ist denn da? Inspektor Ford. Darf ich hereinkommen? Sie sind ja schon drin. Tut mir leid, Ihnen mitten ins Frühstück zu fallen, Miss Jenner. Ach, ich bin Kummer gewohnt. Was wollen Sie denn? Ich ein bisschen mit Ihnen unterhalten, wenn es Ihnen recht ist. Billy, ich möchte Sie etwas fragen. Sie haben noch nichts dagegen, dass ich Sie Billy nenne. Mann, los, Mike. Mike stimmt doch. Ja, Mike stimmt. Na, dann schießen Sie mal los, Mike. Ich glaube, Billy ist tot. Und wir werden sie aus dem Fluss fischen. Und ich wette 10 Schilling dagegen. Abgemacht, Sergeant. 10 Schilling. Billy Reynolds hat ein Tagebuch geführt. In diesem Tagebuch schrieb sie einiges über einen Mann, den sie mit R bezeichnete. R ist der Mann, den wir suchen. R ist der Mann, der sie umgebracht hat. Ist Miss Reynolds irgendwas passiert? Miss Reynolds ist tot.
tot? Woher wissen Sie das? Wir haben vor 3 Stunden Ihre Leiche aus dem Fluss gezogen. Sie ist ermordet worden. Ich möchte wissen, wer Billy ermordet hat. Kannten Sie Billy Reynolds gut? Ich? Ja, Sie. Ich habe Sie überhaupt nicht gekannt. Na, jedenfalls nicht persönlich. Aber Sie müssen Sie doch gekannt haben, Journalist, Reporter, gehört aus Ihrem Beruf, Menschen zu kennen. Ich habe Sie trotzdem nicht gekannt. Wenn Sie es genau wissen wollen, ich habe Sie nur 2-mal gesehen. Das erste Mal bei einer Regatta. Und das zweite Mal in einer Kneipe in Maidenhead. Wann war das? Vor ungefähr 14 Tagen. War sie da allein? Nein. Ein Mann war mit ihr. Einer, den ich kannte. Ach, wer war denn das? Sie, Sergeant. Mike, ich möchte, dass du jemanden kennenlernst. Er wartet im Vorzimmer. Ja, gern. Wer ist es denn? Ein Kollege von mir. Er heißt bei uns der Andere. Der Andere? Ja. Der Andere. Sie können jetzt hereinkommen.